Hallo Leute, mein Name ist HotSC und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und der Bahnhof ist fast fertig hier und da fehlen noch ein paar Eisenkisten, also Stahlkisten, weil Stahl Mangelware ist. Aber ich habe hier mal unseren Uranzug platziert. Dann hier schon mal die Waggons für was ist das? Kupfer, weil Kupfer geht uns auch bald aus. Und dann hier Schwefelsäure. Das, was wir nun brauchen, ist ein Wartegleis. Und wenn ich auf die Karte schaue, einen Bahnhof haben wir übrigens vergessen, den für Rohöl. Aber ich denke, den können wir dann noch auf dieser Seite hier hinpflanzen und dann die Ölleitung hier hochlegen. Ich denke, wir machen mal hier so ein Gleis rüber. Da kommen wir dann an Kupfer, an Öl, Eisen und hier hinten an Uran ran. Das heißt, wir machen Wartegleis. Hier oben gehen wir gerade raus. Und irgendwann müssen wir dann eine Kurve machen. Das unser erstes Gleis sein. Hier parallel raus. Wenn man Gleise legt, möchte man immer zwei Gleise dazwischen haben. Und das, was wir hier machen, ist machen wir die hier. Ist ein alter Bahnhof. So dass, wenn wir mehr Züge für eine Entladung haben oder Beladung, dass die da warten können und nicht das Gleis blockieren für andere Züge, deren Bahnhof frei ist. Nun, ich brauche, glaube ich, einiges an Gleisen, um darüber zu kommen. Glücklicherweise sind die ja automatisiert. Hier drüben irgendwo. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. Weiß nicht, ob das reicht, aber es ist jedenfalls mal ein Anfang. Und sobald wir den Haltebahnhof erledigt haben, müssen wir wahrscheinlich schauen, wo geht's durch und die Aliens links und rechts beseitigen. Nun, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sieben Bahnhöfe mit dem, den wir vergessen haben. Das heißt, wir sollten vielleicht nein, Kurve brauchen wir hier keine. So. Und hier unten machen wir Kettensignale. Das heißt, die werden grün, sobald das entsprechende Gleis frei ist. Und auf der hinteren Seite, gibt es dann ein normales Signal. So dass dann dieses Gleis blockiert ist. Der Baum ist uns hier im Weg. Gut. Ich mach mal drei, aber ich sehe mal drei weitere vor. Gut. Und können wir hier rüber vielleicht die Masten ersetzen? Erlaubt uns dann ein bisschen mehr Spielraum für die Gleise. So. So. Wir müssen etwa hier hin. So. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. So, wenn wir jetzt zwei Gleise nach oben, werden wir hier wir das genau gleich. Ja. Die Bäume in der Mitte brauchen wir auch nicht. Und natürlich sind
da irgendwelche Klippen im Weg? Ich glaube, ich habe keinen Klippensprengstoff mehr. Nee. Bauen wir doch das Gleis mal von oben bis hier hin. Dann sehen wir vielleicht auch, ich habe noch ein bisschen Gleise. Was wir aber auch noch brauchen, sind Strommasten, Signale. Signale kann ich von Hand craften. Strommasten auch, aber ich brauche noch etwas Stahl dafür. Stahl, wie wir wissen, haben wir nicht in Massen. Aber ich habe immer wieder ein paar von den Schmelzen mit den besseren ersetzt, so dass wir etwas mehr Stahl produzieren sollten. Und hier fehlen uns wahrscheinlich Fässer. Yep. Dann würden wir auch mehr Klippensprengstoff erzeugen. So, dann schauen wir mal, wie es mit Stahl aussieht. Okay, besser als ich befürchtet habe. Gut. Hier haben wir eine ganze Reihe für Logistik. Das müssen wir dann auch irgendwann mal angehen. Genauso wie auch die Module. Genau, von denen brauche ich noch einiges. Und dann kann es losgehen mit unserem Gleisbau. Ich glaube, ich nehme da mal das Auto mit. Hier sind unsere Klippen, die uns im Weg sind. So. Und nun, Signale hier auf der Innenseite, also etwa auf der Höhe von einem Masten.
Hier fahren wir rein, da oben fahren wir raus. Jep, das passt so. Wie sieht es denn hier so aus, dass... Und nun heißt es Gleise bauen. Und das Ganze wäre ein bisschen einfacher mit Baurobotern. Aber ich denke, am Anfang sind die noch ziemlich lahm. Und üblicherweise ein normales Gameplay ist sehr schienenlastig. Und deswegen habe ich da dann auch meist einen zusätzlichen Mod drin, der Bauen von Gleisen vereinfacht. Okay, dann kommen wir hier mal am Ölfeld vorbei. Da unten haben wir Kupfer. Hinten noch einmal Eisen und zweimal Kupfer und einmal Kohle. Und ich glaube, hinter dem Kupferfeld, da müssen wir dann runtergehen. Für Uran, ja. Brauchen wir noch ein Stück? Und dann sind die Strommasten eh alle. Und die Gleise werden sicher nicht so weit reichen. Aber es ist ja einfach schon mal ein Anfang. So viel totes Holz hier rum. Das gibt Schritte. Aber ich glaube nicht, dass mein Avatar einen Schrittzähler auf sich trägt. Und wenn ja, dann tut das sicherlich nichts zu meiner persönlichen Fitness. Unglücklicherweise. Okay, und das war's mit Gleisen.
Aber dann können wir schon mal bis hierhin signalisieren. Dann hole ich mir mehr Stahl für mehr Strommassen und mehr Gleise. Und wahrscheinlich muss ich auch noch ein paar Signale bauen. Okay, wir sind zurück. Ich denke, ich werde das Gleis zwischen dieser und der nächsten Folge bauen. Und dann müssen wir uns eigentlich nur noch um die Aliens da unten kümmern. Das Gleis selbst sollte sie nicht allzu groß stören. Aber wir wollen ja neben dem Gleis noch ein paar andere Sachen haben. Und ich glaube, daran haben sie nicht so viel Freude wie am Gleis. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.